Hallo und herzlich willkommen hier beim Volleyball Kompass. Wir zeigen euch heute wieder richtig gute Übungen für euer Trainingsprogramm. Genau, und weil Knieverletzungen so häufig im Volleyball sind, haben wir für euch ein tägliches Kniestabilisationstraining entworfen, das aus 5 Übungen besteht und somit jeden Tag sich absolvieren lässt. Also runter vom Sofa und los geht's. Übung Nummer 1. Wir stehen auf einem Bein auf dem zusammengerollten Handtuch. Das Bein ist dabei nicht komplett durchgestreckt, sondern man kann auch in einem leichten Winkel gebeugt stehen. Versucht zu balancieren und auszugleichen. Und wenn die Übung zu einfach ist, beziehungsweise das Handtuch zu platt ist, dann könnt ihr auch noch mit dem freien Bein nach vorne und nach hinten schwingen, beziehungsweise Achten zeichnen oder euren Namen schreiben. Übung Nummer 2. Wir gehen in einen Ausfallschritt. Das vordere Bein ist auf dem Handtuch. Das hintere Bein nicht zu weit nach hinten, sondern so, dass ein 90-Grad-Winkel entsteht in beiden Kniegelenken. Stabil stehen, versuchen nicht umzufallen und jetzt mit der Hüfte nach vorne schieben, sodass man einen leichten Zug vorne in der Oberschenkelmuskulatur spürt. Übung Nummer 3. Wir gehen in den seitlichen Unterarmstütz. Versuchen stabil eine Linie zu halten und nehmen das obere Bein nach oben. Übung Nummer 4. Wir legen uns mit dem Rücken auf den Boden. Die Füße sind auf dem Handtuch aufgestellt und wir gehen in eine Brücke, indem wir die Hüfte nach oben drücken. Und dann schieben wir langsam mit den Hacken die Beine so weit nach hinten, bis wir die Spannung gerade so noch halten können. Dann legen wir den Körper einmal ab, ziehen die Hacken wieder ans Gesäß und beginnen nochmal von vorne. Der Weg sollte ungefähr 8 Sekunden lang dauern. Ganz zum Schluss nochmal vielleicht 1-2 Sekunden halten und dann ablegen. Für wen die Übung zu einfach ist, der kann auch gerne oben bleiben und beim Zurückkommen nicht ablegen, sondern die Beine einmal ans Gesäß direkt ranziehen. Übung Nummer 5 ist eine Variante von der Übung, die wir gerade gemacht haben. Wir gehen wieder in die Brücke und schieben die Beine diesmal nicht nach vorne, sondern nach vorne seitlich auseinander. Versuchen, die Spannung zu halten und dann wieder zügig an den Körper ranzuziehen. Das Ganze sollte auch in etwa 8 Sekunden lang dauern. Und für wen das zu schwer ist, der legt zwischendurch nochmal die Hüfte ab und zieht dann die Beine. Okay Leute, ihr seht, das sind alles Übungen, die ihr zu Hause machen könnt mit einfachsten Mitteln. Ihr könnt ein Handtuch benutzen oder auch jeden anderen Gegenstand wie ein Sofakissen oder einen dicken Pulli, um den unter eure Füße zu legen, um einen instabilen Untergrund zu haben. Ihr könnt natürlich auch ein Wackelbrett benutzen, wenn ihr da eins zur Verfügung habt. Wichtig ist, macht diese Übung, das ist wichtig. Präventive Übungen, denn beim Volleyball haben wir eben extreme Belastungen, die auf Gelenke, Muskeln, Sehnen, Band wirken. Insofern müssen wir einfach was tun, um da entsprechend entgegenzuwirken. Also passt auf eure Knie auf und wir sehen uns das nächste Mal. So ist es. Bis dann. Ciao. Ciao.